Leute, hallo und herzlich willkommen beim Local Heroes hier auf FS1. Wir sind heute wieder in den heiligen Hallen des Rockers und zwar heute bei einer Ausgabe von Local Heroes, wo es ein bisschen härter zur Sache geht. Und da möchte ich gleich meine Gäste begrüßen. Storm Rage, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Servus. Ich muss es zugeben, ich kenne euch nicht. Kurze Vorstellungsrunde vielleicht. Wer ist Storm Rage? Ja, also wir sind Storm Rage, sind aus dem Pongau. Ursprünglich machen wir eine Mischung aus Death Trash Metal mit ein paar Black Metal Einflüsse. Ich bin daheim, ich mache Gesang. Das ist der Hensi, eigentlich Gründungsvater dieser Band. Und ich spiele eigentlich mit dem Schlagzeuger seit 2006 zusammen. Und die Band ist eigentlich zustande gekommen, wann war das? 2012? 2012 ungefähr, ja. 2012, 2013. Alles klar. Jetzt muss ich nur ganz kurz nachfragen. Trash, Black Metal, wo sind da die musikalischen Wegweiser von euch, wenn man das so nennen kann? Ja, starke Einflüsse von mir sind, ich habe mit Sicherheit Children of Bodom, wobei sich das bei uns eigentlich nicht wirklich in der Musik befindet. Oder ja, ich würde gerade sagen, oder nicht musikalische Einflüsse, wenn man das so nennen kann. Direkt. Also ich kopiere eigentlich gar nichts. Ich versuche eigentlich immer eigene Sachen zu schreiben und ganz wichtig sind mir für Melodien und zweistimmige Gitarrensolos. Abwechslung ist ein gewisser Wumms einfach. Und ich glaube, es ist nichts Neues, was wir machen, aber es ist, glaube ich, was in der heutigen Zeit untergegangen ist. Von diesem Musikstil. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr gar so viel. Das versuchen wir halt zu machen und ich hoffe, wir machen es gut. Jetzt muss ich mir blöd nachfragen: Storm Rage, ich kenne das nur als Buch von World of Warcraft. Hat das damit zu tun oder nicht? Wir haben einen Namen gesucht und irgendwann ist der eingefallen. Und dann haben wir den genommen. Aber er klingt sehr gut, muss ich sagen. Anti-WoW. Oder vielleicht generell genau so die Analogie zu WoW. Ich habe jemals WoW gespielt. Okay. Doch, ich habe es 2 Wochen ausprobiert und dann habe ich es panisch wieder gelöscht. Du bist ja 3 Wochen. Du bist ja der neueste Mann. Es ist ja bei euch inhaltlich so, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, es geht ja sehr viel um wie soll ich sagen, die jetzt nicht die dunkle Seite der Menschheit, aber schon ein bisschen diese Zerstörung. Ist sehr auf die Natur bezogen und sehr menschenfeindlich eigentlich, hauptsächlich. Okay. Also wir haben das zentrale Thema eigentlich, dass die Natur sich irgendwo an Menschen rächt, weil ein Mensch einfach alles zerstört, was auf der Welt eigentlich Gutes ist. Und das sind einfach unsere Szenarien, was wir dabei haben. Ja, weil Menschheit ja generell ein bisschen die Krankheit hat, immer größer und immer weiter und immer mehr und quasi ist... Ich glaube, das Recht, alles zu haben, sagen wir es mal so. Hast du ganz blöd gesagt, Auslöser geben für genau diesen Zugang? Ja, ein Beispiel habe ich schon. Also ich gehe viel auf Berg und zum Beispiel in Sachensee, da bin ich immer mal Runde gegangen und da geht der Lift drauf. Und da ist ein kleiner Berg neben dem Lift. Und wenn du da wieder runterkommst, dann liegt auf einmal der ganze Müll da. Ja. Okay. Ja, das ist, ja, ich wollte gerade sagen, also, die Leute fahren mit dem Lift drauf, lassen den Müll oben und fahren mit dem Lift runter. Und das ist eigentlich genau der Ausdruck. Bewusste Zerstörung einfach von der Natur, von der wunderschönen Natur, die wir da eigentlich geschenkt gekriegt haben oder wo wir leben dürfen. Und das ist was, was uns alle voll ankotzt. Und genau um das soll es bei uns gehen. Da finde ich das eigentlich wieder mit der Analogie mit dem Bandnamen ziemlich gut, weil es ja eigentlich ja wirklich dann diese, jetzt nicht, also Storm Rage im Sinn von irgendwann kommt die Wut auf der anderen Seite, also nicht auf der Seite der Menschheit, sondern eigentlich auf das, was die Menschheit dann ruiniert. Genau. Eigentlich das, ja. Wie wird sich das dann live niederschlagen auf der Bühne? Ich habe von Ketten und Totenköpfen gehört. Ja, lass dich überraschen. Okay, ihr seid heute beim Local Heroes. Wart ihr schon mal beim Local Heroes? Nein, noch nicht. Das ist das erste Mal. Das ist eine sehr junge Band, das uns eigentlich jetzt noch nicht wirklich lange live spielen. Damals hat es seit 2 Jahren, glaube ich. Alles klar. Ja, heute in guter Gesellschaft, habe ich gehört. Kennt ihr die anderen Bands eigentlich? Ja, Isegal sind gute Freunde von uns. Outlaw sind gute Freunde von uns, ja. Also Konzert unter Freunden. Die Warning sind für mich neu, aber ich freue mich auf die Band. Sehr schön, dann wird das ja ein Konzert unter Freunden eigentlich. Genau. Philosophische Frage zum Abschluss. Gerne auch philosophische Antworten. Was ist denn der Anspruch an eure Musik? Welchen Anspruch habt ihr an die Musik von Storm Rage? Was soll es für euch sein und auch fürs Publikum? Ich möchte, dass man die gute Musik nachsehört. Ich möchte, dass es kein Chibum-Musik ist, wo es einfach nur tak tak tak
keine Musik vom Band. Ich meine, fucking Schreie etc., wo man einfach nichts mehr von der Musik hört und wo kein Gefühl da ist und nichts. Also ich möchte wirklich ein Gefühl aussagen und einfach die Leidenschaft zur Musik. Also das muss ich sagen. Das ist mein persönlicher Anspruch. Und für mich als Sänger, ich hoffe, dass ich die Menschen, die uns hören und sich beschäftigen mit uns, ein bisschen zum Nachdenken anregen. Mit unseren Texten und mit dem, was wir versuchen auszusagen. Also dass man rausgeht und dann auch von dem was mitnimmt. Vielleicht nicht mal am Bergemüll wegschmeißt. Gute Frage, aber zum Schluss jetzt noch, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe irgendwo gelesen, Mitte 2016 soll es neue Musik geben. Wie schaut es denn da aus? Hat sich ein bisschen verzögert mit der Aufnahme. Es wird eher Anfang 2017, Anfang Mitte 2017. Das aber ist schon in Planung, das heißt, es wird. Material ist soweit fertig. Jetzt haben wir noch einen neuen Mann am Boss, der sich bei uns jetzt noch einlebt und dann starten wir durch, hoffentlich. Sehr gut, dann starten wir heute durch. Ist jetzt dann gleich auf der Bühne zu sehen. Und dann wünsche ich euch ein großartiges Konzert. So, jetzt haben wir von uns, zwei von uns. Ah, ja, dann entlasse ich euch jetzt wieder zu den Kollegen und danke. Euch wünsche ich viel Spaß mit Storm Rage.
Seid ihr Punk, Alter? Ja! Fuck! Danke! You're ready now! We'll be right back.
Danke, Rockhaus! Rockhaus! Wo seid's? Hallo? Okay. Hey! Geht das nicht besser, oder? Wo? Das ist das letzte Lied, das ich unser Hausexpress für Michi. Applaus für Michi! Hey! Michi, danke immer fürs Helfen, Mann. Culturing.
nachhören. Michi, nachhören. Bis aushören, vielen Dank. Ein Bier oder was? Achso, okay. Jetzt haben wir kurz einen Linewechsel gehabt.
Danke! Prost, Rockers! Viel Spaß mit dem Rollen! Und Outlord! Viel Spaß mit Outlord! Und diese Goal! Ist egal! Danke, Rockers! Danke, Local Heroes! Wir waren Storm Rage!